Ja, hallo liebe Medaka-Freundin. So, jetzt bricht bald der Winter an und ich habe hier jetzt einfach mal nochmal einen Eindruck hier von meinen beiden Außenbecken. Ich habe in der Zwischenzeit sehr viel Kraut hier reingesetzt, beziehungsweise hier einmal Nixkraut. Hier kann man auch sehen, hier ist noch, ab und zu kommt noch hier an die Oberfläche die Red Dragon habe ich hier drin. Dann hier, falls es zufrieren sollte, hier so ein Styroporteil. Ja, und so ist insgesamt vom Bewuchs her hier ziemlich viel Büschelfarn, die Wasserlinsen. Dann als Sauerstoffproduzent habe ich hier einmal Hornkraut, Nixkraut. Also Hornkraut kann man hier ganz gut sehen. Dann hier Nixkraut, das ist auch relativ gut gewachsen. Und dann noch hier weiter drunter. Muss man ein bisschen zur Seite machen hier. So, hier kann man es auch noch mal relativ gut sehen. Das ist also auch schön satt grün alles. Dann hier weiter drunter ist dann noch mal Quellmoos. Quellmoos ist auch winterhart. Das heißt also, das wächst auch im Winter, zwar nur langsam, aber zumindest wächst es etwas und bietet auch etwas Schutz für die Fische und zusätzlich eben halt auch Sauerstoff. Ja, hier kann man wieder gut sehen. Heute ist es relativ milde, deswegen zeigen sie sich auch wieder etwas. Na, was der andere, der war eben gerade hier zu sehen. So, das ist das andere Becken. Hier habe ich die blauen drin, die blau-silbernen. Da kann man hier gerade sehen einen. Die halten sich ganz gerne hier in diesem Styroporbereich auf. Muss ich da auch mal auch noch füttern. Ja, also man sieht, es ist auf jeden Fall recht gut zugewachsen. Zusätzlich wollte ich aber noch dann jetzt, bevor der erste Frost kommt, hier außen noch mal so eine Holzverkleidung rummachen, sodass nicht ganz direkt der Frost daran kommt. Wir stehen hier eigentlich relativ gut geschützt, hier zwischen zwei Kellerfenstern. Wo es dann höchstwahrscheinlich auch nicht so kalt werden wird. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.